Ja, das Alter spielt eigentlich keine Rolle und wir üben alle und sind alle auf einem ähnlichen Stand, was die Übung angeht und deshalb klappt das sehr gut. Und ja, auch wenn ich jetzt der Jüngste bin, fühle ich mich trotzdem sehr wohl in der Runde und finde es auch eigentlich ganz schön. Ich heiße Dennis Jakobi, ich bin 21 Jahre alt, habe vor 2 Jahren mein Abitur gemacht und warte im Moment auf einen Studienplatz für soziale Arbeit. Und als Überbrückung mache ich jetzt den Kinder- und Jugendcoach, um später dann auch besser qualifiziert mit den Kindern und Jugendlichen umzugehen und um sie da auch noch speziell fördern zu können. Ich habe mich im Internet informiert, was man so machen kann, um die Zeit zu überbrücken bis zum Studium und habe da IPE gefunden als eine der größeren Seiten und es hat mich sehr angesprochen. Ich fand es eine spannende Sache und ja, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Also ich finde es schade, weil es sind so einfache Übungen, mit denen man so großen Erfolg erzielen kann. Wir üben das ja hier gegenseitig an uns selbst und ja, ich habe auch für mich schon festgestellt, dass sich bei mir vieles verändert hat und mir selbst allein dieses Üben gut tut. Und ich finde es ganz große Klasse, dass man mit so leichten Übungen etwas bewirken kann und finde es schön, wenn diese Übungen weiter bekannt werden. Also wir üben immer zu dritt, einer, der nur beobachtet, einer, der Coach und einer, der Klient ist. Und gerade wenn man selber Klient ist, ist es eine ganz spannende Sache, weil man selber dann Blockaden lösen kann, die man schon auch längere Zeit mit sich rumträgt, wo man sich vorher gar nicht bewusst war, dass es sie gibt, die jetzt aber durch das Coaching zum Vorschein kommen und ja, die wir jetzt hier in diesem Rahmen lösen können. Es tut unglaublich gut, es befreit. Ich finde es total schön, es ist eine ganz tolle Sache, es ist eine ganz schöne Atmosphäre. Der Daniel ist sehr offen und man fühlt sich gleich wohl. Man fühlt sich sehr, sehr angenommen. Ich hatte am Anfang auch große Bedenken, als ich so in die Runde geguckt habe. Und am Anfang war es auch eine große Überwindung, wenn ich dann der Coach bin und jemanden coache, der ja, vielleicht sogar doppelt so alt ist wie ich. Aber es klappt super. Ja, das Alter spielt eigentlich keine Rolle und wir üben alle und sind alle auf einem ähnlichen Stand, was die Übung angeht und deshalb klappt das sehr gut. Und auch wenn ich jetzt der Jüngste bin, fühle ich mich trotzdem sehr wohl in der Runde und finde es auch eigentlich ganz schön. Ich habe Daniel als einen sehr lockeren, offenen Menschen erlebt, der aber auch sehr authentisch ist in dem, was er tut und der ist ja, komplett überzeugt von seinen Methoden und das kommt auch sehr gut rüber. Also alles, was er uns erzählt, man merkt, dass es Hand und Fuß hat, weil er es so erzählt und weil es uns so weitergibt. Und man merkt seine Überzeugung für diese Methoden und dass er unglaublich viel Spaß daran hat und dieser Spaß kommt auch zu uns sehr gut rüber.